herzlich willkommen beim Tienchen. Ich habe gewonnen, und zwar bei der lieben Hanan von Meine kreative Welt. Liebe Hanan, an dich nochmal herzliche Glückwünsche zu deinen 500 plus. Du hast es dir verdient. Und ich habe ein ganz, ganz fettes Goodiebag gekriegt. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar war da erstmal so eine ganz tolle Glückwunschkarte dabei. Mit diesen Fähnchen und der Blume und ein Glückskäferchen, der mir hold war. Und hier so eine schöne Büroklammer als Stern. Und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Also erstmal ist das Bag kurz vorm Platzen. Das hat sie hier wunderschön verziert mit diesen Spitzen und diesem tollen Papier gestaltet und Schmetterlinge natürlich, die bei mir ja immer gut ankommen. Hier hinten hat sie so einen süßen Teddy drauf gemacht, den hat sie koloriert und der hat einen Schmetti auf der Nase sitzen. Und hier unten auch wieder diese schönen selbstgemachten Blumen und die Bordüren. Also ganz toll. Und wenn man das hier aufmacht, einer von den Klettverschlüssen hat sich hier, das ist wirklich wahnsinnig voll, hat sich hier abgelöst vor lauter Füllung. Aber der hält super. Also sie hat hier nicht nur kleine Umschläge benutzt, sondern die großen. Und da ist wahnsinnig viel drin. Erstmal dieser wunderschöne Vintage-Block mit ganz, ganz tollen Papieren. Ich blätter mal schnell mit euch durch. Ich kenne den noch gar nicht. Aber ich bin auch nicht so oft beim Action. Ganz, ganz toll. Streifen, Punkte, diese wunderbaren Blumen hier. Und die immer diese schön verwaschenen Hintergründe. Das gefällt mir total gut. Das ist so ein angedeuteter kleiner Amor hier mit Pfeil und Bogen. Das Karierte finde ich auch total schön. Und diese Hintergründe. Und das vorne ist ganz zart. Hier auch dieses Motiv. Also das ist ein ganz, ganz toller Block. Einer, den ich auch noch nicht habe. Wie gesagt, ich komme nicht oft zum Action. Hier die Motive mit den Punkten, dass ich jetzt keins überblättert habe. Und hier vorne nochmal nur Punkte und auch ganz tolle Farbtöne. Also das ist genau mein Geschmack. Hast du wunderbar ausgesucht. Dann geht es hier weiter. Also sie hat es wirklich so knallevoll gemacht. Mit wunderschönen Diamond Stickers. Ganz, ganz toll. Die sind so geschliffen. Die meisten von euch kennen die sicher. Aber ich habe die noch gar nicht. Die sind also wie Diamanten so angeschliffen und auch, also sind Cabochons, aber keine geraden, sondern wie Diamanten angeschliffen und dann mit so schönen Motiven unten drunter. Dann gibt es hier Häschen und Eier, jetzt passend zu Ostern, ist ganz toll, kann ich super brauchen, weil ich für Ostern bis jetzt noch fast gar nichts habe. Hier auch nochmal, das sind solche Puffis. Ganz tolle Ostermotive, passt jetzt ganz klasse in die Jahreszeit und kann man auch noch schön verbasteln, weil Ostern ist ja erst im April. Da habe ich also noch ein bisschen Zeit. Wunderschön. Dann hier Strasssteinchen in Klar- und in Perlmuttfarben. Die sind richtig toll. Hier nochmal von diesen Diamond Stickers, aber wieder andere. Also die sind hier mit Gesichtern und Schlüsseln und solchen Vintage-Motiven. Und die sind hier hauptsächlich mit Blümchen und auch wieder andere Formen. Also die sind richtig toll. Und hier diese tollen Herzen und Halbperlen. Also ganz, ganz klasse. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich freue mich riesig, dass ich gewonnen habe. Habe ich nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Hier hat sie mir so wunderschöne Rahmen rein, die kannte ich auch noch nicht. Ich kenne die aus Videos, aber ich habe selber keine. Und die haben so viele schöne verschiedene Farben und auch verschiedene Größen. Die kann man super benutzen für alles Mögliche. Werde ich auch sicher ein paar schöne Verwendungen dafür finden. Ganz, ganz toll, lauter verschiedene. Vielen Dank. Hier ist nochmal so ein Rahmen, der selbstklebend ist. Also wenn man das hier abzieht, dann kann man den irgendwo drauf machen, kann ein Schüttelmotiv davon machen oder ein Foto hinten dran kleben. Der ist auch ganz toll. Und dann hat sie mir hier
Resinteilchen mit rein und das finde ich richtig toll, weil ich mache ja selber keins, wisst ihr ja. Und zwar hier so ein Puzzleteil, guckt euch das mal an, das ist wunderschön. Mit einer Rose in so einem, das ist nicht Bronze, das ist das Rote, das ist Bronze hier. Und in dem roten Kupferton und mit diesem Glitzer drin, also das ist wahnsinnig schön. Ein toller Schlüsselanhänger, also der kommt nicht an meinen Schlüssel, weil ich da immer Angst habe, es geht was kaputt, aber der kommt an meinen Rucksack. Da habe ich ganz viele Reißverschlüsse und da ist noch jede Menge Platz. Hier zwei kleine Blätter, finde ich auch wunderschön, dieses Matte, gefällt mir super gut. Und hier nochmal so ein kleiner Eisfuchs, ein weißer, mit Halbperlchen und hier auch nochmal so ein Blatt und so ein Schneeflöckchen dran. Also wunderschön, hast du ganz toll ausgesucht, freue ich mich riesig drüber, vielen herzlichen Dank. Und dir nochmal Gratulation für deinen großen Erfolg, ich hoffe es geht weiter so. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei ihr mal reinseht. Ich werde euch den Kanal natürlich verlinken. Und bei der Gelegenheit wollte ich euch jetzt gleich noch was zeigen, was mir eine ganz liebe Abonnentin geschickt hat. Wer mich bei Instagram verfolgt, wer mir bei Instagram folgt, der hat schon ein Foto gesehen. Sie wollte zwar kein Video gemacht haben, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem, weil es so wunderschön ist. Das konnte man auf dem Foto gar nicht richtig erkennen. Und zwar die liebe Nicole. Viele Grüße an dich an dieser Stelle. Ich weiß, sie guckt meine Videos, aber sie hat leider keinen eigenen YouTube-Kanal. Und deshalb kann man nur über Fotos oder ab und zu, wenn ihre YouTube-Kanäle mal ein Video machen, ihre wunderschönen Sachen bewundern. Sie hat mir diese herrliche Karte hier geschickt. Ich hatte ihr ein paar Card-Candies gemacht, die sie sich gewünscht hatte. Und als Dankeschön habe ich diese wundervolle Karte hier bekommen. Da ist nochmal so ein kleiner Anhänger und hier ist so ein Rahmen mit einem Cabochon drin und diese Metallteile, also ganz wunderschön. Das ist meine Post. Hier ist ein Blättchen ab, das kommt aber wieder dran. Dann macht sie hier solche kleinen Schmuckfläschchen. Und zwar sehen die aus wie kleine Parfümfläschchen, aber sie bestehen aus verschiedenen Perlen und Perlkappen. Und das finde ich so grandios. Also ich werde mal wieder so eine kleine Kommode oder sowas bauen, wo ich die oben drauf stellen werde. Ich zeige euch gerade mal die andere. Und zwar habe ich hier von einer amerikanischen YouTuberin die Anleitung mit Streichholzschachteln mal nachgearbeitet und habe mir auch hier oben aus Pellen solche kleinen Flaschen quasi nachgebaut. Also das sind nur verschiedene Pellen, die dann, wenn sie aufeinander sitzen, ein bisschen staubig, wenn sie aufeinander sitzen, wie Flaschen aussehen. Und sowas hat sie hier auch gemacht und ich werde, ich finde die so wunderschön und so interessante Formen auch. Solche Pellen habe ich gar nicht. Ich werde, wenn ich mal wieder so eine kleine Kommode mache, diese Flaschen da drauf stellen. Die finde ich wunderschön. Vielen Dank, liebe Nicole. Wir hatten ja schon geschrieben und das Highlight, das sind hier diese Blumen. Also das ist so ein Wahnsinn. Erstmal auf der Karte war noch diese Feder drauf mit diesem Metallelement. Das ist also hinten einfach aus Papier und so schön mit der Farbe Distressed und eine Feder nochmal extra drauf und dann die dekoriert mit so einem Metallelement und so einem kleinen Resinblümchen. Also wunderschön, ihr seht es ja. Ein richtiges Schmuckstück. Dann macht sie solche Blumen aus Spitze und Stoff. Und die sind so toll. Und diese mit diesen schönen Steinen in der Mitte. Lauter verschiedene, auch in verschiedenen Farben, verschiedenen Größen. Also ich finde die so der Kracher. Hier, das sieht aus wie ein Tigerauge. Also es gibt einen Stein, der Tigerauge heißt. So sieht es aus. Hier wunderbar. In allen möglichen und genäht, also die sind genäht, nicht geklebt. Wunderschön, ich weiß gar nicht, wo ich die drauf machen soll, weil sie sind mir einfach viel zu schade. Ich werde sie hüten wie einen Schatz.
Und wirklich nur für ganz besondere Anlässe vielleicht mal eine irgendwo drauf machen, weil wenn ihr jetzt eine Karte habt, hier mal als Beispiel, und ihr macht da einen schönen Spruch drauf und macht da eins in die Mitte, dann reicht es vollkommen aus. Also dieses eine Element ziert euch die ganze Karte und hier noch herzlichen Glückwunsch und fertig. Also ich finde die so, so schön. Hier so mit den kleinen Schleifen und immer mit Strasssteinchen und die verschiedenen Stoffe. Das ist einmal ein dickerer und einmal spitze und also richtig, richtig toll. Dann sind hier Schleifen mit Schmetterlingen oder große Schmetterlinge, die da quasi nochmal mit diesem Stoff fortgeführt sind. Hier diese Nadeln als Fühler benutzt. Oder hier in Schwarz auch diese zarten Fühler dran gemacht. Also ganz, ganz toll. Also sie macht so schöne Sachen. Ich finde es wirklich schade, dass sie keine Videos macht und uns zeigt, wie sie das macht. Aber das musste ich euch jetzt einfach noch zeigen, damit ihr das richtig genau sehen könnt. Auf dem Foto konnte man das nicht so gut erkennen. Also echt der Burner. Hinten immer, dass man es auch aufkleben kann. Also wunder, wunderschön. Liebe Nicole, nochmal herzlichen Dank an dich. Ich habe mich riesig gefreut. Ich werde das in Ehren halten. Und liebe Hanan, auch an dich. Und für euch, an euch Zuseher, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Tschüssi.